Hey Leute, und mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute mit dem Busifer Landra Aquarium Teil 4. Viel Spaß! Ja, heute soll es endlich mal wieder um das Busifer Landra Aquarium bzw. das Fluor Aquarium gehen. Da hatten schon einige jetzt in der Zwischenzeit mal wieder nachgefragt, wie der aktuelle Status ist. Beziehungsweise manche hatte ich auch ein bisschen nass gemacht mit ein paar Posts auf Instagram aus dem aktuellen Status, wie es mit den Pflanzen aussieht. Ja, was haben wir heute vor? Zum einen machen wir mal einen kleinen Wasserwechsel, als auch, dass ich meine kleine Mini-Busifer Landra endlich bekommen habe, die ich hier vorne auf die Stellen setzen wollte, wo vorher das Korallenmoos war. Sprich, da können wir dann auch das Ganze jetzt mal kaschieren, vor allem auch die Klebestellen ein bisschen abdecken. Da können wir auch dann vor allen Dingen auch den Gelkleber mal von Acker testen, wie der unter Wasser auch klebt. Ja, das soll eigentlich heute so unser Hauptvorhaben sein. Natürlich dann halt auch mal gucken, wie es aktuell aussieht. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch mal zwei größere Busifer Landra Varianten eingesetzt. Und ja, würde ich sagen, starten wir gar nicht lang, gehen wir direkt mal rüber. Ja, da stehen wir auch schon am Becken. Als allererstes, wenn wir jetzt mal hergehen und die Scheiben vorne bzw. auch an den Seiten ein bisschen reinigen. Und dann tun wir mal noch ein bisschen zusätzliches Wasser ablassen. Der Wasserstand ist jetzt an sich schon relativ niedrig. Ich habe es jetzt mal knapp eine Woche lang nicht aufgefüllt. Normal bei dem Becken kann man eigentlich sagen, aktuell fülle ich fast 3-3,5 Liter die Woche auf, was halt verdampft durch die Raumtemperatur. Ja, würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ja, hier haben wir die kleine Busifer Landra. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Die ist auf so eine Art Höhle, Schale, wie man es nennen will, befestigt. Die werde ich jetzt erstmal dementsprechend davon trennen. Die einzelnen Rhizome, also sprich mir wie so kleine Äste, rausschneiden und die dann dementsprechend hier auf den Wurzeln verteilen. Thank you.
So, jetzt haben wir die Pflanzen in so kleine Rhizomstängel aufgeteilt, gar nicht mal so groß. Die Wurzeln bzw. das Spiderwood, was ich drin habe, ist ja eh relativ dünn. Von daher würde ich den gerade in die Längsrichtung jetzt aufkleben. Dafür verwenden wir jetzt in dem Fall mal von Acker den Gelkleber. Vorteil im Gegensatz zu den normalen Flüssigklebern, er verläuft nicht so leicht und vor allem hat er auch eine recht gute Haftkraft unter Wasser. So, jetzt habe ich an zwei, drei Punkten am Rhizom und an den Wurzelkanten ein bisschen von dem Kleber aufgetragen. Setzen wir das Ganze dementsprechend ein, da wo es hin soll. Zack. Bisschen andrücken, möglichst so, dass die Finger gerade nicht mit drin sind. Und da findet direkt schon mal der Red B-Angriff statt, beziehungsweise Red Wine-Angriff. So, die erste sitzt schon. Dann machen wir direkt die nächste fertig. Die ist ein bisschen breiter. Die könnte ich ein Stück weiter vorne hinkleben. So, mal gucken, wie das aussieht. Und nächste. Natürlich sind die jetzt im Verhältnis noch nicht so pralle gewachsen, genauso wie die anderen Busse Phalantras müssen die dann erstmal schön dicht zuwachsen. Aber dann sollte das dementsprechend auch kein Problem mehr sein. Wie ihr seht, der Kleber hält eigentlich relativ schnell. Ich muss nur mal gucken, wie ich es jetzt weiter verteile, weil das relativ klumpige Rhizome sind. Aber ich glaube, ich habe hier noch eins für die Spitze vorne. Dann soll es das für den Ast eigentlich auch schon mal gewesen sein. So, jetzt sind wir mit dem Kleben soweit fertig. Ich habe jetzt gerade auf drei Wurzelparts, das zeige ich euch gleich nochmal genauer, das Ganze verteilt. Sprich einmal auf der hier vorne, einmal die eine, die hier in die Richtung nach oben geht und einmal die weiter nach hinten nach oben geht. Jetzt gehe ich erstmal auf, tue mir das Bienensalz mit Wasser anmischen und tue dann erstmal auffüllen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, mit dem Wasserwechsel und Bepflanzen sind wir jetzt soweit fertig. Jetzt mache ich praktisch noch meine Zusätze rein. Das Wasser habe ich im Vorhinein schon mit B-Shrimp-Salz vorbereitet, wie immer. Also da hat sich aktuell nichts dran geändert. Wir sind immer noch einem Leitwert von ca. 310, 320. Im Prinzip so, wie die Tiere vorher auch bei Michael vom Breisgau-Shrimp gehalten wurden. Also da habe ich jetzt nichts großartig dran geändert. Wie man sieht, sie vermehren sich immer noch en masse. Von daher, warum dann was dran ändern? Düngetechnisch fahre ich immer noch den Scaper's Green in dem Becken hier, mache aber nur 50% der empfohlenen Dosis, normalerweise wie bei vielen Flüssigmitteln 1 Milliliter auf 10 Liter. Ich mache in dem Fall 50% weniger, sprich auf das 30 Liter Cube kommen 1,5 Milliliter. Das geben wir dann praktisch einmal hinzu. So, zack, das soll es schon gewesen sein. Dann dünge ich ja in dem Busse Phalantra Aquarium zusätzlich noch mit Magnesiumdünger. In dem Fall auch ein bisschen weniger als von der empfohlenen Dosis. Hier mache ich einen Pumphub, das sind ca. 2 Milliliter. Wenn dann einmal was rauskommt. So. Und zusätzlich habe ich mir aktuell halt zum Testen noch angewöhnt, während den Wasserwechseln einmal von Acker noch das Special Blend reinzumachen. Und zusätzlich noch das Night Out 2, um noch die Bioflora ein bisschen zu fördern. Das sind keine riesen Mengen, was da jetzt reinkommt. Das sind jeweils knapp 3 Milliliter. Mehr ist es an sich nicht. Und das war es eigentlich schon so mit dem Pflegeaufwand aktuell bei dem Becken. Fütterungstechnisch fahre ich wie auch bei meinen anderen Becken immer noch an 6 Tagen die Woche. Davon ca. 2 Tage Proteinfutter,
zwei, drei Tage Laub- oder Gemüsefutter und an einem Tag ein bisschen Healthy Food, also sprich das Shrimpfit. Und ja, das war es eigentlich soweit aktuell zu dem Becken. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Impressionen und dann sehen wir uns im Wohnzimmer wieder. Ja, was soll ich noch sagen, außer dass ich wirklich super zufrieden mit dem Becken bin, so wie es bisher läuft. Wie gesagt, bis auf die ein, zwei Ausfälle in den letzten zwei Tagen, was ich wirklich auf das hohe Alter der Tiere schieben würde. Messwerte waren alle in Ordnung, Wasserwechsel haben wir gemacht, ansonsten keine weiteren Ausfälle. Ich denke mal, die Tiere waren einfach zu alt. Bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Becken, vor allem was die Pflanzenpracht auch angeht, wie sich jetzt auch so die Farben bei den verschiedenen Bucephalantras entwickeln. Ich sag mal, am Anfang war es ja ein relativ einheitlich grüner Gesamtbrei, so möchte ich es mal nennen. Jetzt kommen hier Rotnuancen raus, die eine wirkt ein bisschen fast schon mit so einem dunklen Blaustich. Das sieht wirklich so aus, wie ich es mir auch vorgestellt hatte und gar nicht mehr so feste dran geglaubt hatte, dass es auch wirklich so wird. Also das Becken hat mich wirklich jetzt nochmal in den letzten ein, zwei Monaten arg überrascht, aber das auch im positiven Sinn. Ja, ich bin gespannt, wie sich es in Zukunft weiterentwickelt. Werde jetzt auch, denke ich mal, weiterhin noch keinen Pflanzenrückschnitt bei den Bucephalantras machen. Dafür sind sie einfach noch nicht hoch genug, beziehungsweise es ist nichts da, dass ich sage, okay, das stört mich, weil es da und da rauswächst. Deswegen, wozu sollte ich dann was dran ändern? Ja, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das Becken so aktuell findet. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Und wie immer, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.